Vielen Dank, Mirko. Also wie schon gehört, ich werde jetzt ein bisschen was zur Schnittstelle erzählen, die dann wirklich beim Sender vor Ort eingesetzt wird. Ein Sender hat normalerweise ein Produktionssystem, da werden die Beiträge produziert und dann Ablaufsteuerung, mit der die Beiträge ausgespielt werden. Und als erstes will ich dann ein bisschen was über die Anforderungen an so ein Ausspiel- und Produktionssystem sagen. Dann stelle ich zwei Dienste vor, die wir im Rahmen dieses Forschungsprojekts entwickelt haben. Den Sendeplan-Datendienst, der über die Sendeplan informiert. Die Integration dann in das Server-Backend. Das Gleiche gilt dann für das Produktionsdatenabgleichdienst und auch die Integration. Und dann noch kurz, welche Datenmodelle wir da haben. Was sind denn die Daten? Und Daten sind extrem wichtig bei unserem System, weil das ist ja das, was normalerweise bei einer FM-Schnittstelle so verloren geht. Wir haben im Radio Datenbanken mit Hunderten von Metadaten, wir haben Sendepläne, wo alles ganz konkret drin ist. Im Radio hören Sie nur das Audiosignal. Und eigentlich wollen wir diese Daten auch weiter transportieren, dass sie auch verwendet werden können und die müssen auch verwendet werden, um diese Funktionen zu erreichen. Und jetzt gehen wir mal auf die Sendeplan-Ausspielseite. Was gibt es da für Daten? Wir haben natürlich den Sendeplan. Wir können also da die EPG-Daten automatisch rausziehen. Und zwar einmal für die Sendungen an sich, also wie ist der Sendungsplan pro Tag? Also ich habe erst diese einstündige Sendung, dann diese 20 Minuten. Aber, und das haben wir ja natürlich im Sendeplan von einem Sender komplett da, wir haben die einzelnen Beiträge. Die gibt es bis jetzt noch nirgendwo und die wollen wir natürlich auch rausziehen. Also wir haben alle Daten, die den EPG betreffen. Dann ist ganz wichtig das Timing. Wir haben vorhin gehört, wir wollen irgendwie die Skip-Taste drücken oder es soll automatisch passieren und dann sollen Alternativtitel gespielt werden. Dazu muss das System natürlich wissen, wann es umschalten muss. Wenn der User draufdrückt, dann ist es möglicherweise schon zu spät oder wann es wieder zurückschalten muss. Wir wollen ja nicht jetzt ein komplett alternatives Radioprogramm machen, sondern es ist vielleicht pro Stunde ein Titel dabei, den ich nun partout nicht hören will. Ja, und der soll praktisch mit einer alternativen Sache ersetzt werden und dazu brauche ich natürlich das Timing. Und dann will ich natürlich auch sämtliche Beitragsdaten haben, also welcher Titel, Künstler, also all die Sachen, die mir im Internet immer zur Verfügung stehen, die ich aber im Radio, naja, vielleicht bei DAB ein bisschen habe, aber da geht es ja natürlich auch nicht sonderlich in die Tiefe. Das ist jetzt mal die Sendeplanseite. Zusätzlich gibt es aber natürlich die Produktionsseite, weil wir haben ja gesagt, wir wollen alternative Titel. Das heißt, ich muss noch mehr Titel eigentlich zur Verfügung stellen, als sie eigentlich im Sendeplan sind. Und deswegen brauchen wir auch eine Schnittstelle zum Produktionssystem, wo ich jetzt alle Jingles, wo ich alle Werbung, wo ich alle Musiktitel drin habe. Die muss natürlich unserem Backend, unserem HBB-Radio Backend auch bekannt sein. Da geht es um die Beitragsmetadaten, im Prinzip die gleichen Informationen wie auch beim Sendeplan. Dann geht es natürlich um die ganzen Alternativtitel. Welche Titel kann ich alternativ zu einem bestimmten anderen Titel ausspielen. Das muss natürlich bekannt sein, weil die Radioformatierung, die will der Radiosender in der Regel natürlich beibehalten. Er will jetzt da nicht auf einmal, wenn er Popmusik spielt, Black Metal oder sowas spielen. Das ist, sagen wir, im Sinne des Radiosenders. Und dann gibt es natürlich auch andere weiterführende Funktionen, dass zum Beispiel ein Hörer sagt, ja, das war jetzt ein Nachrichtenbeitrag über einen bestimmten Thema, das mich interessiert, und jetzt könnte der Radiosender auch schon einen anderen Beitrag, der wesentlich mehr ins Detail geht, also den Kurzbeitrag und den Langbeitrag zur Verfügung stellen. Und wenn ich dann auf den entsprechenden Knopf drücke, dann höre ich halt den Langbeitrag. Klingt mich ein bisschen aus dem aktuellen Programm raus, komme aber dann wieder zurück. Und was wir natürlich auch brauchen, sind Audio-Streams, nicht nur die Metadaten. Wieso brauche ich die zusätzlich? Eine der Ideen ist, die wir gesagt haben, ja gut, stellen Sie sich folgende Situation vor, Sie fahren Auto, hören einen Radiobeitrag und der ist ganz spannend. Auf einmal bekommen Sie einen Anruf oder es ist irgendeine komplizierte Verkehrssituation, Sie können nicht zuhören. Was passiert? Sie haben den Beitrag versäumt. Was macht man dann? Ja, wir könnten vielleicht, wenn Sie zu Hause angekommen sind, irgendwo im Internet suchen, ob Sie das noch hören, aber die Idee ist zu sagen, na gut, ich habe den EPG, dann klicke ich halt auf einen bestimmten Button, den Back-Button, gehe an die Stelle hin, wo dieser Beitrag kam und höre mir den nochmal an. Das ist möglich, weil ich einfach die Beiträge, die ich aufzeichne, die ich abspiele, auch aufzeichne und die dann jederzeit zur Verfügung habe. Und das Gleiche gilt natürlich für die alternativen Audio-Streams. Die müssen natürlich dann gestreamt werden, die kommen nicht über die Antenne. Also nicht über die FM oder DAB-Antenne. So, jetzt kommen wir zum ersten Dienst, den wir zu diesem Zweck
entwickelt haben. Wir haben folgende Funktionen. Wir brauchen Zugriff auf die Sendeplandaten. Da geht es um die Programme. Also ich kann in unserem Sendesystem nicht nur ein Programm haben. Stellen Sie sich den Bayerischen Rundfunk vor, der hat Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3. Also es muss natürlich für mehr als einen Sender gehen. Dann gibt es die einzelnen Sendungen, da brauche ich Informationen drüber und natürlich über die Beitragslisten, also die Sende-Playlisten. Das sind die Funktionen, die wir da in dem Dienst zur Verfügung gestellt haben. Also ich kann mir die Programme abholen, ich kann mir die Shows für einen bestimmten Tag abrufen und ich kann mir die Playlisten anhand der Show-ID holen. Und dort in der Playliste stehen sämtliche Metadaten, die der Rundfunksender anbieten kann grundsätzlich. So, und diese Informationen brauche ich jetzt für das HBB-Radio-Backend, damit das über die Wege, entweder über DAB oder über Web, zur Verfügung gestellt werden können. Und jetzt ist es natürlich so, in unserem System oder jede Radiosendung und jeder, der Radio macht, wird das bestätigen können, da gibt es natürlich immer Änderungen. Es ist nicht so, dass wir zwei Wochen vorher schon den Sendeplan fertig haben, sondern der wird bis in der letzten Sekunde noch geändert. Und diese Änderungen müssen wir ja natürlich mit übertragen. Und deswegen hat diese Funktion die Möglichkeit der Notifikation. Das heißt, wenn immer sich irgendwas geändert hat am Sendeplan, dann gibt es eine entsprechende Meldung an das HBB-Radio-Backend, sodass dann der EPG entsprechend angepasst werden kann, der dann zum Clienten ausgestrahlt wird. Dieser Dienst, kurz zur Technologie, das ist ein Windows-Service, unser System ist Windows-basiert. Das erstellt einen RESTful-Service dar mit JSON-formatierten Daten. Der ist dadurch auch plattformunabhängig und das ist eigentlich die Idee dahinter. Wir wollen ja nicht nur ein HBB-Radio für das DIGA-System von Firma David machen, sondern es soll natürlich auch für andere Ausspielsysteme geben. Das heißt, ein Produktions-Sendeplansystem, das zu HBB-Radio kompatibel sein muss, der muss einen entsprechenden Dienst zur Verfügung stellen, der eben per REST-Webservice die Daten zur Verfügung stellt. Hier sehen wir jetzt mal, wie die Einbindung jetzt in unser Demo-Setup, das wir hier beim IRT betreiben, dargestellt wird. Das Blaue, was Sie hier unter Blau sehen, das ist das, was Sie in der Ablaufsteuerung von David haben. Wir haben einmal das Sendeplan-Modul, heißt DIGA Range bei uns, dann gibt es den Sendeplan-Server, das ist ein komplettes Server-Modul, den Broadcast-Utility-Server, der ist für alles, was so automatisch im Hintergrund passiert, wie Musikspiellisten einlesen und das eigentliche Ausspielwerkzeug, und das werden Sie hier nachher auch in der Demo sehen, ist der Turbo-Player. Das ist eigentlich die Sendeablaufsteuerung und der hat in erster Anordnung jetzt mal hier über das Mischpult den Audioausgang. Was passiert jetzt? Einerseits wird der Audioaufgang auf den DAB-Encoder gelegt, der erzeugt dann das AAC-Format, das dann bei DAB Plus ausgespielt wird. Und zusätzlich nehmen wir das Signal, das wir eigentlich ausspielen, auch nochmal selber komplett auf und haben dann Stundenfiles oder so wie die Sendung lang sind, Files, die der Sendung entsprechen. Wofür wir das brauchen, erzähle ich später noch. Und hier haben wir den Playout-Service, der ist also mit dem Server verbunden und bekommt hier die ganzen Sendeplandaten. Und auf der anderen Seite kommuniziert er mit dem Backend, das hier DAB-EPG-Server, DAB-Slideshow-Server. Hier gibt es noch einen Link zu dem Empfehlungs-Engine, das kommt dann später nochmal. Und das Ganze wird auf den DAB-Multiplex gelegt und dann über DAB ausgestrahlt. Das ist jetzt mal erstmal die DAB-Seite. Als nächstes kommt der Produktionsdatenabgleichdienst. Um was geht es da? Es gibt also nicht nur Beiträge, Titel, die im Sendeplan stehen, sondern die jetzt in der Produktionsdatenbank sind. Das heißt, ich möchte ja alternative Titel spielen. Ich möchte vielleicht Hintergrundstories noch haben. Und solche Geschichten, die jetzt nicht direkt im Sendeplan stehen, die stehen zumindest in der Produktionsdatenbank. Und hier wird nochmal beschrieben, was genau brauche ich jetzt in der Produktions zur Synchronisation. Also es wären im Prinzip komplette Teile der Datenbank, die halt für HBB-Radio freigegeben sind, zum HBB-Radio-Backend synchronisiert. Also wenn da ein neuer Beitrag reinkommt in eine bestimmte Tabelle, würden wir jetzt im DIGA-Jargon sagen, also in einem bestimmten Bereich, dann wird der auch im Backend synchronisiert. All das, was dazu nötig ist. Zusätzlich wollen wir natürlich auch Audio-Files, also Streams, zur Verfügung stellen.
in AAC oder MP3 oder natürlich Bilder. Das ist das, was in der Produktionsdatenbank vorliegt. Und falls es jetzt eine Streaming-Version nicht gibt, weil das ist eigentlich nicht das eigentliche Produktionsformat, das Sie in der Radioproduktion haben, da haben Sie Linear oder MPEG-1 Layer 2, dann wird eben die entsprechende Streaming-Version erzeugt, sodass die Empfehlungs-Engine dann über alle diese Daten verfügt. Auch hier ist die Technologie Windows Service und RESTful Server, wobei das hier umgekehrt ist. Das Backend erwartet jetzt, dass die Daten dorthin gepusht werden, weil wir haben praktisch den Datenbankinhalt und der soll dort abgeglichen werden. Hier jetzt nochmal die Übersicht, wie schaut das hier auf Serverseite aus. Wir haben also in der Regel im Produktionssystem, stellvertretend unser System, jetzt eine SQL-Datenbank, halt, da bin ich zu weit gekommen. Wir haben die Mediendateien, also die Audio-Files, Bilder, Texte und so weiter. Und die werden jetzt über den Produktionsservice an die HBB Radio Engine übergeben. Und die besteht jetzt in unserem Fall aus der Profile-Empfehlungs-Engine und einem Metadaten-Store. Da werden jetzt also sämtliche Beiträge gespeichert, die dann auch irgendwann abgerufen werden können. Hier bekommen wir noch die Sendeplan-Daten vom EPG-Server, sodass die dort auch zur Verfügung stehen und als Radio EPG an den Client übergeben werden können. Hier haben wir die Bewertungen und entsprechende Empfehlungen. So, noch ein bisschen was zum Datenmodell, das natürlich nur vorläufig ist. Unser Projekt ist ja noch nicht fertig, geht noch bis Ende des Jahres. Wir haben natürlich jetzt schon die Demo so weit laufen, dass Sie hier sehen können. Wir haben jetzt drei unterschiedliche Objekte. Einmal das Programmobjekt, das den Sender beschreibt, dann das Sendungsobjekt, welches die Sendung beschreibt und natürlich das Beitragsobjekt. Da haben wir sicher die Beitrags-ID, sodass wir dann auf die Detaildaten zugreifen können. All diese Geschichten, die Sie in der typischen Metadatenbank haben, Titel, Subtitel, Künstler, Autor, diese ganzen Sachen. Dann natürlich auch die ganzen Zeiten. Wir wissen ganz genau, wann ein Titel geplant ist, aber das bedeutet nicht, dass er unbedingt aus der Zeit abgespielt wird. Also wir haben auch die tatsächliche Startzeit. EPG wird ja laufend übertragen und immer wieder neu angepasst. Dann wissen wir die Dauer eines Titels, also dann, wenn wir zum Beispiel wieder zurückblenden müssen auf den Livestream, und auch den Status. Also es hat ein neuer Titel begonnen, der alte ist zu Ende. Dann natürlich die ganzen Verknüpfungen, Links zu den Audio-Streams, die wir alternativ zur Verfügung stellen wollen, oder Frontcover, Backcover, Bilder von den Musiktiteln zumindest, und möglicherweise auch die Verknüpfungen zu anderen Beitragsobjekten, zum Beispiel Hintergrundinfos, solange sie vorliegen. Das ist das vorläufige Datenmodell. Wir sind natürlich jetzt gerade an der Entwicklung des Clients und da werden sich sicher noch ein paar Zusatzanforderungen ergeben und entsprechend werden wir das Modell weiter aufbohren. Und zum Client wird Ihnen jetzt der Herr Lars Felber von Elgato Systems ein bisschen was erzählen. Das ist hier eine Sauerei, sorry. Genau. Weil wir als Firma Elgato noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt sind im Bereich Radio, sage ich ganz, ganz kurz was zur Company. Wir machen Produkte für Gamer, wir machen App-enabled Accessories, wir machen High-Speed-Speicher auf Flash-Basis und wofür wir am bekanntesten sind, das sind unsere TV-Produkte, mit denen wir Fernsehempfang am Rechner und auf mobilen Geräten ermöglichen. Hier liegt so ein Gerät und es spielt auch die Rolle als Empfangshardware hier innerhalb des Projekts. Die Firma ist so rund 50 Mitarbeiter stark und sitzt hier in München und dann haben wir noch einen Sitz in San Francisco und noch einen in Mönchengladbach. Das war mir jetzt aber nicht glamourös genug, um es hier hinzuschreiben. Ja, Fernsehen. Da ist natürlich die Frage, wie passen wir in so ein explizites Radioprojekt rein. Zum einen, weil diese Hardware durch eine Firmware-Änderung nicht nur Fernsehen, sondern auch Radio empfangen kann jetzt hier fürs Projekt. Und zum anderen, weil es uns gelungen ist, eben ein Broadcast-Signal, zumeist DVB, DVB-T, aber auch DVB-S, S2, dieses Broadcast-Signal mit
Computern und auch mit Mobilgeräten zu verheiraten. Und die Expertise, die bringen wir hier ein. Und jetzt, Sie mögen es vielleicht als Exkurs auffassen, kurz mal was dazu, wie wir diese beiden Plattformen verheiratet haben und wie wir uns da doch ganz erfolgreich gegen reine Streaming-Lösungen behaupten mit unserer Kombination aus Software und Hardware. Also hier ist ein Screenshot von unserer Mac-Applikation. Und das ist auch das, was am weitesten in Richtung Personalisierung geht, nämlich dass wir über einen internetbasierten EPG, Sie sehen vielleicht da unten am unteren Rand von diesem Screen das Logo von Gracenote, unserem Programmdatenanbieter, über dessen Server können die Leute dann Serienaufnahmen starten und können sich hier von dieser Serie, in dem Fall Luther, also die ganze Staffel aufnehmen, und wenn der Rechner was anderes zu tun hat und mal eine Folge verpasst, dann ist die Software intelligent genug, nach der Wiederholung zu suchen. Das ist also ein Personal Video Recorder, PVR, wie es da oben steht. Auf den mobilen Plattformen, da spielt die Nutzung abseits von Breitband-Internetverbindungen natürlich eine größere Rolle. Deswegen ist der EPG und die Programmdaten, die Sie hier sehen, das wird also alles aus dem DVB-Signal bezogen und spart einem dadurch einiges an Bandbreite. Was natürlich am meisten Bandbreite spart, ist der Empfang an sich. Der ist natürlich beim Fernsehen enorm groß, der Bandbreitenbedarf, wenn man ihn übers Internet nutzt. Und diese Hardware, die liefert einem das freie Haus in bester Qualität, doch relativ unabhängig vom Standort und insgesamt ganz günstig. Das ist ein sehr gewichtiges Argument für diese Art Lösung. So, genau. Vorhin hat ein Vorredner was zum Thema Social Media Funktionen gesagt. Wir haben das schon eingebaut, dass die Leute twittern können und Empfehlungen aus dem Programmführer mit ihren Freunden und Bekannten teilen können. Wenn Sie jetzt nach dem Hashtag suchen würden, steht eins dran, ja, wenn Sie nach dem Hashtag ITV suchen würden, würden Sie sehen, es wird nicht so häufig genutzt. Insofern kann ich das bestätigen. Das ist nicht das, was die Leute wollen. Ja, das sieht ein bisschen anachronistisch aus auf den ersten Blick. Teletext auf einem iPad ist aber eine Sache, für die wir mitnichten verlacht worden sind. Also das war ein Wunsch der Leute und deswegen haben wir den Teletext-Decoder auch eingebaut. Das ist also wirklich ein gutes Beispiel, wie man die klassische Technologie mit so einer App verheiraten kann. Und gerade für sowas wie lokale Fußballergebnisse ist das ein herrlich knackig frischer und sehr aktueller Dienst, der in dieser Nische zumindest auch mit den Apps der Fußballverbände Schritt hält. Ja, das ist hier auch noch eine ganz nette Funktion, die zeigt, wie ein klassischer Fernsehempfänger und ein internetfähiges Gerät nebeneinander und sogar auf demselben Bildschirm genutzt werden können. Oben sehen Sie, das ist, wenn Sie ein iPad aus dem Quer- ins Hochformat klappen, dann blendet die App oben das Fernsehbild ein und unten klappt dann der Webbrowser aus. Und so können Sie dann beides nebeneinander nutzen. Genau. So, und jetzt noch kurz was zu unserem eigentlichen Beitrag. Also diese ganzen Dienste, die ich Ihnen jetzt hier fürs Fernsehen gezeigt habe, sei es der Teletext, sei es DVB-Untertitel, die Gehörlosen den Konsum erleichtern oder auch die normalen DVB-Programmdaten, die kommen alle durch diesen Empfänger und genau diese Rolle übernimmt er jetzt auch innerhalb des Projekts und liefert da eben das Radiosignal an sich, den Stream und auch die ganzen Datendienste, die dann weiterverwertet werden. Und all diese Inhalte, die hier angeliefert werden und die über die Antenne hinten an der Buchse ankommen, die kommen vom,
vom Radiosender und für einen davon wird jetzt Sabine Höhn sprechen, für Antenne.